Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Food Diary. Ich habe euch wieder 3 Tage lang mitgenommen und euch gezeigt, was ich intuitiv ohne jegliche Regeln und Verbote esse. Vorab sorry, wie ich aussehe, ich habe vergessen Intro zu drehen. Ich rede jetzt aber auch gar nicht länger um den heißen Brei drumherum, sondern ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei dem Video. Hello, hello. Ich melde mich heute endlich persönlich bei euch. Wir haben es bereits 3 Uhr und ich habe schon gefrühstückt, ich hatte auch schon Lunch. Zum Frühstück hatte ich einfach super simpel ein Skia Bowl mit Bananen und Erdbeeren und ich habe einfach irgendwie was Vitaminreiches gecraved, weil ich irgendwie mich nicht ganz fit fühle. Also es ist jetzt schon ein paar Tage, dass ich immer wieder so leichten Husten hatte und heute Morgen hatte ich einen ziemlich, jetzt nicht starken Husten, aber es war ein stärkerer Husten im Vergleich zu den Tagen davor und ich hatte auch leichte Halsschmerzen und Kopfschmerzen. Irgendwie war mir einfach nach was Vitaminreichen und deswegen gab es eine Quark Bowl. Und genau, zum Lunch habe ich mir einen Haferflockenkuchen gemacht. Der sah super unästhetisch, also ich blende euch das jetzt sowieso gerade hier über. Ich weiß, der sah super unästhetisch aus, aber der ist richtig, richtig lecker. Vielleicht teile ich da auch demnächst mal mit euch das Rezept. Genau, aber wie gesagt, wir haben bereits 15 Uhr, ich werde mir jetzt noch einen Kaffee machen, auch mein erster Kaffee heute. Und dann geht es für mich an den Schreibtisch, weil ich heute noch arbeiten muss. Also wir haben heute Mittwoch, heute ist Tag der Arbeit, heißt Feiertag. Und ich muss aber arbeiten, weil ich muss noch was bis morgen einreichen und darum werde ich mich jetzt quasi kümmern. Das heißt, ich werde mich jetzt an den Schreibtisch begeben und arbeiten und es nervt mich ehrlich gesagt ein bisschen, weil wir haben draußen sauschönes Wetter. Also sauschönes Wetter, es sind irgendwie 25, 26, 27 Grad und strahlend blauer Himmel und ich habe davon genau nichts. Aber das ist okay. Ich habe den Vormittag ansonsten tatsächlich auch noch nichts gemacht. Ich war lediglich eine ganz kleine Runde laufen, aber auch nicht weit einfach, weil ich mich geschont habe. Ich habe auch nochmal einen Nap gemacht und ja, versuche jetzt die gesammelte Energie in die Arbeit zu stecken. Werde mir dafür jetzt auf jeden Fall noch einen Kaffee machen, wollte mich aber einfach einmal ganz kurz persönlich gemeldet haben und würde sagen, ich melde mich dann später wieder bei euch. Ihr seid nicht ganz gerade, aber ich habe mir jetzt auf jeden Fall meinen Cappuccino gemacht. Ich habe mir auch einen großen gemacht, einfach weil ich heute noch keinen hatte. Und ich habe mir jetzt noch meine Mini-Kokosreiswaffeln dazu genommen. Hier sind noch ein paar drin. Die werde ich jetzt auch noch snacken. Und dann werde ich arbeiten nebenbei. Und dann würde ich sagen, werde ich mich gegen Abend wieder bei euch. So, wir haben es mittlerweile 6:20 und ich werde mir jetzt Abendessen machen. Ich bin gerade fertig mit dem Arbeiten. Genau, und es wird ein super schnelles, einfaches Abendessen mal wieder geben, wie ihr es eigentlich von mir kennt. Ich werde mir einfach ein Gnocchi mit Tomate, Mozzarella und Rucola quasi machen, weil ich war gestern ehrlich gesagt nicht mehr einkaufen. Und das ist das Einzige, was ich noch da habe, wo ich auch dankbar für bin, dass ich überhaupt noch was zum Essen da habe, weil gestern war einfach ein sehr voller, stressiger Tag und ich habe es einfach nicht mehr geschafft, einkaufen zu gehen. Aber alles halb so wild. Das heißt, es ist eine indirekte Resteverwertung, aber das ist ja auch ein Rezept, was ich normalerweise so oder so auch so essen würde. Genau, ich nehme euch dabei jetzt mit und zeige euch das Ganze, wenn es fertig ist. Für die Gnocchi-Pfanne fangen wir erstmal damit an, eine Zwiebel klein zu schneiden. Ich verwende meistens einfach eine Schalotte, ihr könnt aber auch eine weiße Zwiebel oder rote Zwiebel nehmen. Diese einfach quasi schälen, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort dafür ist, aber ich sag dazu mal schälen. Und dann einfach, ja, entweder in Streifen oder Würfel schneiden. Ich mache am liebsten Würfel. Genau, könnt ihr da aber auch wirklich frei entscheiden. Und wenn ihr dieses quasi fertig klein geschnibbelt habt, könnt ihr dann schon in einer beschichteten Pfanne etwas Olivenöl erhitzen. Da einfach wirklich frei Schnauze reingeben. Und dann könnt ihr auch schon direkt die Zwiebeln hinzugeben und leicht andünsten, wenn ihr das getan habt. Also ich mache das meistens für so 1-2 Minütchen und dann gebe ich auch schon direkt die Gnocchi hinzu. Ich verwende da meistens, wenn ich jetzt nur eine Portion koche, eine halbe Packung. Damit komme ich meistens sehr, sehr gut hin. Und diese bratet ihr quasi so richtig schön knusprig an. Dann gebt ihr noch ein paar Tomaten hinzu. Und genau, da könnt ihr parallel dazu auch schon eure Mozzarella klein schneiden. Ich verwende da tatsächlich mal eine ganze Kugel, weil, I'm sorry, ist einfach geil. Also schmeckt halt einfach lecker. Könnt ihr auch einfach so reinbeißen wie in einen Apfel. Genau, ich habe den auf jeden Fall in Würfel geschnitten. Und selbstverständlich, ihr Süßen, was darf nie fehlen? Man darf nie vergessen, nebenbei zu snacken. Habe ich selbstverständlich auch gemacht. Und dann habe ich das Ganze mit Tomatensalz und Knoblauchgranulat gewürzt, weil Knobi ist live. Also ich liebe Knobi über alles.
mache ich auch im Gefühl fast jedes Gericht rein, weil es schmeckt einfach sehr, sehr geil. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr Knobi gerne mögt, weil ich finde, da spalten sich die Meinungen immer. Und genau, dann habe ich noch etwas Rucola hinzugegeben, untergerührt, aber auch wirklich nur für so literally 60 Sekunden oder so. Dann schon direkt den Mozzarella auch noch hinzugegeben. Und das war's dann eigentlich schon. Ich habe den Herd dann direkt ausgestellt, das noch ein, zwei Minütchen ziehen lassen und dann auch schon serviert. Und später gab es dann im Bett auch noch ein bisschen Schoki-Eis. Zum Frühstück habe ich mir am nächsten Tag mal wieder meine geliebte Quarkbowl gemacht. Ich habe die in letzter Zeit wirklich für mich wiederentdeckt. Ich könnte die jeden Tag essen. Dafür gebe ich zumindest einfach Quark mit Haferflocken in eine Schüssel und verrühre das erstmal ein bisschen. Und dann gebe ich meistens ein bisschen Honig hinzu. Das war ein kleiner Pain, weil der Honig irgendwie nicht so wirklich aus der Tube rauskommen wollte. Aber ich habe es am Ende gemanagt. Und dann rühre ich das Ganze nochmal um, lasse das ein, zwei Minütchen stehen und dann schneide ich einfach eine Banane mit rein und das war es tatsächlich auch schon. Aber das ist zwar so, so simpel, aber ich finde diese Kombi so, so lecker. Also wirklich, ich liebe es. Ich bin obsessed. Probiert das auf jeden Fall auch gerne mal aus, egal wie basic das ist, weil schmeckt einfach erfrischend, lecker, gut und sättigt auch echt richtig, richtig gut. Also große, große Empfehlung. Und zum Lunch gab es dann bei mir mal wieder mein geliebtes Rührei. Ihr kennt's, das ist auch wieder die Version mit dem körnigen Frischkäse gewesen. Sprich dafür auch hier wieder einfach eine beschichtete Pfanne erhitzen mit Olivenöl. Dann einfach zwei Eier mit einem Schuss Milch und ungefähr, ja, was ist denn das? Ungefähr eine halbe Packung körniger Frischkäse vermixen. Natürlich auch würzen. Ich verwende immer einfach Salz und Pfeffer. Dann wie gewohnt euer Rührei zubereiten. Nicht wundern, da kommt meistens ein bisschen Wasser vom körnigen Frischkäse. Den einfach verdampfen lassen, beziehungsweise den Wasserdampf verdampfen lassen. Und nebenbei, beziehungsweise dazu, habe ich mir zwei Scheiben Brot mit Butter gemacht. Dafür einfach euer Brot mit Butter beschmieren. Und dann ist das Ganze eigentlich auch schon fertig. Also ja. Super simples, einfaches Lunch, aber ich finde, das ist irgendwie trotzdem eine 10 von 10 Kombi. Also schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare. Würde mich doch jetzt mal interessieren, ob ihr Team gekochtes Ei, Rührei oder Spiegelei seid. Weil ich würde sagen, ich bin momentan wieder auf dem Rührei-Trip. War die letzten Woche so ein bisschen auf dem Spiegelei-Trip, aber ich glaube, momentan bin ich wieder beim Rührei angelangt. Und genau, danach gab es auch noch eine weitere Scheibe mit Butter und Marmelade, weil ich nicht ganz satt geworden bin. Hello, ich melde mich persönlich endlich bei euch heute. Gefühlt mein Satz, wenn ich immer sage. Aber wir haben es bereits 13:30. Und ich habe schon gefrühstückt, hatte schon Lunch, habt ihr schon gesehen. War auch schon mit Gym, ich bin quasi direkt nach so einer halben Stunde, Kuss verdaut und dann bin ich ins Gym. Habe auch schon einige Sachen, andere Sachen erledigt. Habe mich jetzt ready gemacht, weil ich mit einer Freundin verabredet bin. Habe meine Lernzettel schon zusammengesucht, weil ich fahre zu ihr eine Stunde. Das heißt, die Bahnfahrt nutze ich zum Lernen und dann mache ich mir einen schönen Nachmittag. Und dann wird es heute Abend geht zurück an den Schreibtisch zum Lernen, weil ich morgen wahrscheinlich eine Prüfung habe. Also ich kann mir die Prüfung selber einteilen und spontan ablegen, aber ich würde sie gerne morgen ablegen. Deswegen ist heute nochmal so ein Mix aus entspannt darauf vorbereiten und sich nicht zu viel zu stressen. Genau, aber wie gesagt, ich habe mich ansonsten ready gemacht, bereits gegessen und ich dachte, ich zeige euch erstmal ganz kurz noch mein Fit, weil ich den unnormal süß finde. Also wir haben heute wieder richtig, richtig schönes Wetter und ich habe so Römer-Sandalen an, die sind von Doc Marten. Und dann habe ich dieses super süße sommerliche Kleid mit so einem tiefen Rückenausschnitt an und ja, wow, das Licht ist ja mal wieder super. Aber ich finde es extrem süß. Ich finde es auf jeden Fall sehr. Genau. Ich wollte mich einfach einmal ganz kurz gemeldet haben. Ich wollte euch noch ein Update zu meinem Gesundheitsstatus geben. Mir geht es heute schon wieder viel, viel besser. Also mir geht es eigentlich gut. Ich habe halt immer noch leichte Kopfschmerzen, aber ich glaube, dass es tatsächlich vom Wetter kommt, weil es jetzt wieder ein sehr, sehr starker Wetterumschwung ist. Und ich bin dann immer super, super anfällig dafür. Kopfschmerzen zu kriegen, Halsschmerzen und so zu kriegen. Deswegen war es auf jeden Fall gut, dass ich gestern einfach ein Resti gemacht habe und heute fühle ich mich wieder motiviert und energiegeladen. Genau, wie gesagt, ich kann jetzt aber auch gar nicht viel länger reden, weil ich spät dran bin, wie gefühlt immer.
Wir werden uns safe auf jeden Fall einen Kaffee holen, falls wir uns noch was anderes holen, werde ich euch das zeigen, wenn ich dran denke. Ich werde auf jeden Fall die Kamera nicht mitnehmen, aber mein Handy. Und würde sagen, ich melde mich ansonsten heute Abend wieder bei euch, wenn ich zurück bin. Wir haben es jetzt 20 vor 8 und ich bin finally zu Hause und ich habe unnormal Hunger. Aber erstmal zum Nachmittag. Ich hatte einen richtig, richtig schönen Nachmittag. Wir waren auch spontan Kuchen essen und oh mein Gott, dieser Kuchen war eine 10 von 10, 12 von 10. Der war unnormal geil. Zumindest hat der Weg nach Hause viel, viel länger gedauert, weil hier Unwetter kam und dann ein Blitz eingeschlagen hat in die Bahnlinie. Also nicht in der, ich saß in der Bahn, aber hat quasi in die Leitung von so 3 Stationen vor uns eingeschlagen. Deswegen ging mindestens eine halbe Stunde gar nichts. Und jetzt muss ich auf dem Weg nach Hause auch noch schnell was einkaufen. Zumindest wird es deswegen mal wieder ein schönes Abendessen geben. Ich habe mir jetzt dieses Light Gyros, also Light Meat mitgenommen und Wraps gekauft. Und ich werde mir jetzt quasi einfach das Fleisch anbraten. Und dann habe ich Tomate, Gurke und Rucola da und mir einfach 2 Wraps machen. Genau, ich denke, ich zeige euch das Ganze jetzt, wenn es fertig ist, weil ich habe ehrlich gesagt gerade keine Lust, noch schöne Kamerawinkel zu finden. Ich habe einfach nur Hunger und ich will einfach nur essen. Genau, deswegen zeige ich euch das Ganze, wenn es fertig ist. Und so sieht das Ganze aus. Das muss quasi noch zusammengerollt werden. Ich habe da jetzt noch diese Burgersoße drauf gegeben. Ich habe da auch schon meinen zweiten. Der kommt hier gleich, wenn der zusammengerollt ist, fertig mit auf den Teller. Genau. Und das werde ich mir jetzt in Ruhe schmecken lassen. Und als Nachtisch wird es bei mir jetzt hier so ein paar geben. Ich werde die Packung einfach jetzt mit ins Bett nehmen. Genau, werde die nebenbei snacken. Bin mich jetzt zum FaceTime verabredet. Und dann melde ich mich morgen wieder persönlich bei euch. Zum Frühstück habe ich mir dann mal wieder mein Rührei gemacht. Ihr kennt es mittlerweile von mir. Genau, habe an diesem Tag einfach vorher noch in Olivenöl ein paar Tomaten angebraten. Aber ansonsten war das wieder dieselbe Kombi mit dem Königin Frischkäse. Also wirklich, wenn ihr das jetzt immer noch nicht ausprobiert habt, dann weiß ich auch nicht, was bei euch nicht richtig läuft. Weil ich bin einfach süchtig danach. Und ihr seht es fast jeden Tag bei mir, beziehungsweise eigentlich auch in jedem Food Diary. Deswegen probiert es bitte, bitte, bitte unbedingt mal aus. Und genau, auch an diesem Tag hatte ich dazu einfach wieder 2 Scheiben Brot mit Butter, weil Brot mit Butter ist live. Also das ist einfach geil, schmeckt einfach übertrieben lecker. Und genau, das war dann auch mein fertiges Rührei. Und zum Rührei-Brot habe ich mir auch noch einen Kaffee gemacht. Da benutze ich momentan wieder am liebsten die Mandelbarista von Alpro. Die habe ich auch erst neu entdeckt, weil die schmeckt einfach nach Marzipan. Die müsst ihr auch mal ausprobieren, wenn ihr Marzipan mögt. Genau. Und so sah dann quasi mein fertiges Frühstück aus. Und dann hatte ich noch als super random Snack einfach Reiswaffeln mit Erdnussbutter. Auch richtig, richtig lecker gewesen. Und zum Lunch habe ich mir da mal wieder mein geliebtes Carrot Cake Porridge gemacht. Dafür müsst ihr einfach eine Möhre raspeln. Dann gebt ihr da 50 bis 60 Gramm Haferflocken und 1 Scoop veganes Proteinpulver sowie 2 bis 3 Gramm Zimt hinzu. Normalerweise auch noch Leinsamen, habe ich irgendwie an dem Tag vergessen. Alles halb so wild, hat trotzdem funktioniert. Dann auf jeden Fall ungefähr 130 ml pflanzliche Milch und 100 ml heißes Wasser. Das ist wirklich wichtig, weil sonst wird die Konsistenz nicht ganz so kuchig. Genau, das Ganze einfach miteinander verrühren, bis es eine Kuchenteigformartige Konsistenz ergeben hat. Und dann gebt ihr das Ganze für 3 bis 4 Minuten, bei mir sind es 800 Watt in die Mikrowelle, aber da müsst ihr individuell schauen, weil da auch meiner Meinung nach jede Mikrowelle so ein bisschen anders tickt. Genau, und dann war es das eigentlich auch schon. Also es ist wirklich so ein einfaches, schnelles Rezept und so, so lecker. Ich gebe dann meistens einfach noch ein paar gefrorene Beeren oben drauf. Und an dem Tag habe ich mich dazu entschieden, mal wieder ein neues Glas Erdnussbutter aufzumachen und drauf zu geben. War auch einfach eine 10 von 10. Hab vergessen, wie geil auch Erdnussbutter ist. Genau, da wollte ich euch nochmal so einen richtig geilen Foodporn zeigen von der Konsistenz. Ja. Hello, hello. Wir haben es mittlerweile 3:45 und ich hatte einen super, super busy Tag. Aber ich habe euch essenstechnisch ansonsten eigentlich soweit mitgenommen. Außer ich glaube, ich habe euch meinen zweiten Kaffee nicht gezeigt. Aber alles halb so wild. Genau, ich habe mich jetzt gerade ready gemacht fürs Gym, denn für mich geht es jetzt ins Gym. Heute mal komplett auf my comfort zone. Also ich habe einen neuen Trainingssplit, in den ich mich erstmal reinfinden muss und meine ganzen Shorts sind in der Wäsche und deswegen habe ich, seht ihr jetzt nicht, aber ich habe einen Einteiler an und ich fühle halt viel mehr als gedacht. Oh, jetzt bin ich so ein bisschen sehr excited. Naja, zumindest geht es für mich jetzt gleich ins Gym. Als Pre-Workout wird es bei mir, wartet, noch schnell ein paar Datteln geben. Achso, ich habe auch zwischendurch mal Nüsse gesnackt, die habe ich euch nicht gezeigt. Genau, dann geht es für mich ins Gym. Ich bin mit meinem besten Freund dort verabredet.
wollte mich aber einmal ganz kurz persönlich vorab bei euch gemeldet haben, weil heute einfach ein super voller Tag war. Ich hatte heute Morgen schon eine Prüfung, die habe ich auch bestanden. Und genau, deswegen habe ich es einfach bisher nicht geschafft, mich zu melden. Deswegen kurzes Hallo und auch schon wieder schnelles Ciao. Ich versuche mir sonst heute Abend mal nochmal eine Ruhezeit zu nehmen, ein bisschen mit euch zu talken. Ansonsten spätestens morgen, weil irgendwie ist in meinem Leben momentan auch extrem viel los. Es gibt eigentlich sau viele Updates und eigentlich müsste ich ganz dringend mal ein Sit-Down- und Talk-Video machen. Ja, aber ich denke, da rede ich mit euch später oder morgen mal drüber. Denn ich werde mich jetzt erstmal ins Gym begeben, damit es da dann auch jetzt gleich nicht voll wird und ich noch so ein bisschen die Rush-Hour vorher abpassen kann. Genau, melde mich dann später über euch. Wie wahrscheinlich unschwer zu erkennen, bin ich aus dem Gym zurück. Und wir haben es auch schon bereits 7:15 und ich war ehrlich gesagt länger im Gym als gedacht. Also ich habe halt Beinvorderseite trainiert und danach war ich noch eine halbe Stunde auf dem Spinningrad. Und dann habe ich auch noch drei Freunde getroffen, unter anderem halt auch, wie gesagt, meinen besten Freund. Und irgendwie habe ich mich da ein bisschen verquasselt. Und ich war danach auch einfach so fertig. Ich habe mich so auf eine Dusche gefreut, dass ich erstmal straight duschen gegangen bin. Und heute ist halt auch Haber stark, deswegen ignoriere ich jetzt diese komische Frisur. Das ist, weil ich halt so super viele dicke Haare habe und halt Naturkrause. Und ich muss jetzt erst die untere Schicht trocknen lassen, bevor ich die obere Schicht trocknen lassen kann. Deswegen habe ich den Teil komisch weggemacht und auch nicht schön oder so, sondern einfach nur funktionell. Genau, zumindest eigentlich wollte ich mir zum Abendessen Pellkartoffeln im Park machen und einen Brokkolikuchen, aber das dauert mir jetzt zu lange. Und jetzt Props an mein gestriges Ich, weil ich habe mir gestern von diesem Like Me 2 geholt, also das ist jetzt eine andere Sorte. Das heißt, ich werde mir jetzt einfach wieder Wraps machen, genau die gleiche Kombi, aber ich finde das auch richtig, richtig geil. Ich glaube, ich werde aber diesmal statt Burgersoße, ich habe noch einen Kräuterquark im Kühlschrank, der morgen abläuft. Ich glaube, ich werde den stattdessen draufgeben. Ich bin mal gespannt, weil ich frage mich jedes Mal, was der Unterschied zwischen dem Döner und dem Gyros ist. Also es ist unterschiedlich gewürzt, deswegen vielleicht schmecke ich jetzt heute den Geschmack genauer raus und weiß, welches ich geiler finde. Genau, ich werde mir das aber auch jetzt direkt machen, weil ich echt fast aufs Dahin gefallen, weil ich echt super, super hungrig bin. Zeige euch wahrscheinlich kurz den einen Wrap, wenn ich den soweit fertig belegt habe. Und dann würde ich sagen, melde ich mich, wie ich eigentlich vorhin schon angekündigt habe, am besten morgen in Ruhe bei euch. Oder vielleicht noch später, aber ich glaube eher morgen, weil mir ist jetzt richtig nach einem chilligen Abend. Genau, ich habe mich jetzt aber, wie gesagt, erstmal ums Essen kümmern. Und während ich das Fleisch am Anbraten bin, bin ich schon dabei, Gurke mit dem Quark zu snacken, weil ich so Hunger habe. Auch einfach so lecker, diese Kombi. Oh mein Gott. Und das ist jetzt der erste Wrap. Und davon werde ich mir jetzt dann auf jeden Fall gleich auch noch einen zweiten machen. Und als Nachtisch gießt man mir jetzt hier noch das restliche Eis. Ich habe das Anfang der Woche oder wann auch immer ich das gegessen hatte, hatte ich euch auch gezeigt, nicht aufgegessen. Es ist ungefähr noch ein halbes. Genau, das werde ich mir jetzt noch schmecken lassen. Und dann melde ich mich morgen wieder bei euch. Und bei mir gibt es jetzt auch noch ein paar Kekse. Habe ich gerade einfach Lust drauf. Kleiner Reminder an euch, wir haben es jetzt schon 22 Uhr, kurz nach 22 Uhr. Ich bin gerade dabei, das Video schon zu schneiden und snack dabei jetzt schon die ganze Zeit die Kekse, die ich euch eben gezeigt habe. Und da sind auch nur noch 2 Stück drin und die werde ich jetzt auch noch snacken. Und ich habe eben auch schon noch ein paar Walnüsse gegessen. Also heute ist mal wieder einer dieser Snackabende, wo ich einfach voll viel, ohne drüber nachzudenken, snacke. Und das ist auch vollkommen okay und da wirklich der Reminder an euch. Wenn ihr Bock drauf habt, go for it. So, ihr lebt nur einmal. Habe ich jetzt auch gemacht. So, das ist aber halt nichts, was ich regelmäßig, also was heißt, selbst wenn es regelmäßig wäre, alles okay. So, bei mir passiert sowas mittlerweile relativ selten, einfach weil ich keine Verbote und Regeln mehr habe und mir alles dauerhaft erlaube. Und deswegen auch tatsächlich super selten solche Sachen crave. Heute ist mal einer dieser Tage, wo ich crave und dann gehe ich dem nach. Und dann ist es okay, wenn ich die ganze Packung esse. Das juckt mich einfach gar nicht. Wollte das nur noch mal ganz kurz mit euch teilen, den Reminder rausschicken. Ich werde mich jetzt zurück ans MacBook sitzen, weiterschneiden und dann melde ich mich morgen wieder bei euch. So, fette Sorry, ich habe euch heute gar nicht mitgenommen und es auch nicht geschafft, mich bei euch zu melden. Kurzes Update, ich war mit einer Freundin unterwegs und nur mit einer anderen Person, wo ich jetzt auch gerade bin. Und genau, habe ansonsten eigentlich genau das gleiche gegessen wie die letzten Tage auch schon. Und bin jetzt gerade dabei, Abendessen zu machen. Wir machen so Kartoffelspalten, Lachs und Spinat. Genau, aber ich werde, denke ich mir, im nächsten Video mal die Zeit nehmen und mich in Ruhe bei euch melden. Sorry, dass ich das jetzt schon wieder rauszögert, aber Pinky Promise, nächstes Video gebe ich euch ein Update. Ich hoffe natürlich auch also sehr, dass euch das Video gefallen hat. Wenn dies der Fall war, lasst sehr, sehr gerne ein Like und ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine neuen Videos mehr von mir verpasst. Ich wünsche euch bis nächste Woche wie immer eine ganz, ganz schöne Zeit. Passt alle auf euch auf und fühlt euch ganz, ganz doll gedrückt.